Herzlich willkommen zur Weltpremiere von Hani und Nani. Wir sind die Gang, 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 Gang. Und das ist unsere Welt. Es macht einfach mega Spaß hier heute bei der Premiere. Ja, ich bin auch richtig aufgeregt jetzt. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Und es ist wild, es ist laut, es ist bunt, es ist geil. Ey, meine Mädels, sie und ich, wir lassen keinen mehr im Stich, Stich. Die Kinder brauchen ein bisschen Führung und sollen ins Internat. Der Vater findet's blöd, die Mutter findet's toll. Da liegt eine Spannung drin, da liegt eine gewisse Angst drin, auf einmal so auf sich gestellt zu sein. Wir haben Power, rasten aus, aus. Weil sie sich so ähnlich sehen, können sie natürlich das immer auch ausnutzen für viele Dinge, die man eigentlich nicht tun sollte, aber die man gerne tut. Auf jeden Fall eine super wilde Reise. Ich bin total überwältigt davon, wie die das auch einfach professionell jetzt geleistet haben und die Geschichte zum Leben erweckt haben. Das Spannendste war eigentlich, neue Mädchen zu finden, die frech sind, die sehr selbstbestimmt sind. Wir haben uns alle richtig gut verstanden mit den Schauspielern und die sind auf jeden Fall ziemlich richtig, richtig gut zusammengewachsen. Es ist so schön, denen zuzuschauen. Echt Hut ab. Ich fand das toll, was die da gemacht haben. Mädchen sind die besten, steht auf meiner Götteschnalle. Es ist eine lustige und unterhaltsame Version von Hani und Nani. Es ist nicht nur gute Unterhaltung, es ist gute Unterhaltung. Man wird berührt, man kann lachen. Ich habe sogar eine Träne verdrückt. Ihr zwei, mitkommen. Wir sind mehr, mehr, mehr als beste Freunde. Eine für alle. Wir sind mehr, mehr, mehr als beste Freunde. Ja, erstmal herzlich willkommen zur großen Weltpremiere von Hani und Nani. Großen Applaus für Isabel Schuber, unsere Regisseurin. Hallo. Sascha Vollmer, bitte auf die Bühne. Jessica Schwarz ist heute auch anwesend. Echte und unvergleichbare Katharina Thalbach. Ich möchte euch bitten, die frechsten Zwillinge der Welt zu begrüßen. Und zwar einmal Laila Meinecke. Und ihre Schwester Rosa Meinecke. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sind mehr, mehr, mehr als beste Freunde. So viel mehr, mehr, mehr als beste Freunde. Ich musste weinen und lachen und bin sofort mitgegangen. Ich finde den Film echt toll. Also ich fand den sehr schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Film so gut wird. Es hat Spaß gemacht, den Film zu gucken. Also es war echt cool. Ich bin total verliebt in diesen Film. Das Schöne ist einfach, Kinder lächeln zu sehen an einem Sonntag im Kinosaal. Was will man mehr? Ab 25. Mai im Kino, Hani und Nani. Wir freuen uns auf euch.